Guten Abend, liebe Freunde. Ja, mein erster Stream. Ich hoffe, es läuft. Kann für nichts garantiert, aber dafür live und ungeschnitten. Will mal gucken, wie das hier so losgeht oder wie das hier funktioniert. Ja, wir machen da weiter, wo ich in der Donnerstagsfolge, also morgen sozusagen, mich schlafen lege und dann hier mit den Leuten in Corinnes Würfel, also mit Jude Mortimer und seinen Companions. Ja, schauen wir mal. Wir haben erstmal geschlafen hier und gehen mal mit ein bisschen wieder runter. Okay. Das Ganze ist ja hier zum Geldsack. Ich habe mal hier meinen Ring abgenommen. Hier, Taverne zur fröhlichen Mastsau. Ja, gucken wir mal, wie spät wir es haben. Und da haben wir natürlich schon, habe ich natürlich wieder hier ein Wuppar. Ich muss noch mal schlafen, liebe Freunde. Ja, das derweil gucke ich noch mal. Ja, ab und zu hängt es mal, das liegt am Renderer. Aber trotzdem, boah, was bin ich aufgeregt. Jetzt habe ich einen Kreis hier um das Gebäude gezogen. Meine Herren, meine Herren. Ja, Lampenfieber, ne? Ich habe Lampenfieber. Lampenfieber, das ist ja auch eigentlich ganz natürlich. Und es ist auch was anderes, als aufzunehmen und in YouTube hochzuladen. Und ich werde jetzt das mal live machen. Oh, ganz, ganz zum ersten Mal. So, also, das Spiel beginnt um 18 Uhr. Und ich werde aber bis 17 Uhr schlafen. Dann haben wir noch ungefähr eine Gothic-Stunde Zeit, um mal so ein kleines Hallo, eine Begrüßung zu machen. Und gucken wir mal. Ich hoffe, es läuft bei euch ganz gut, die ihr sehen könnt. Ob das hier. Ich habe alles in alleiniger Regie machen müssen. Und ja, ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert mit dem Stream hier. Wenn da was ist, dann könnt ihr gerne was in den Chat schreiben. Gut. Fragen wir erstmal hier unsere Spielkameraden. Zum Beispiel. Mortimer, Quatsch. Woher kommt ihr? You? Ursprünglich aus Geldern. Da aber die Orks alle Städte von Mythana erobert haben, wurde es Zeit, woanders hinzugehen. Als wir hörten, dass man die Orks aus Corinnes vertrieben hat, haben wir sogleich das erste Schiff genommen und sind hierher gesegelt. Und da die Bürger hier sehr wohlhabend sind und gerne würfeln, werden wir wohl länger bleiben. Hey, wie sieht's aus? Gut, die Leute würfeln gerne und ich konnte bisher schon einiges Gold gewinnen. Aber der hat doch noch irgendwas dabei. Seine Würfel. Dann riskieren wir das doch mal. Jus Glückswürfel erhalten. Aha, der hat Glückswürfel dabei. Wie sieht's mit Finlay aus? Hey! Wie sieht's aus? Ich kann nicht klagen. Ich darf begrüßen CSG Otaris. Guten Abend auch. Ja, ich spiele gerade, ich weiß nicht, wer du bist. Vielleicht schreibst du mal, vielleicht bist du ja bei zufällig hier reingekommen und bist unter YouTube unter einem anderen Namen. Ich weiß das nicht, aber trotzdem, danke, dass du dabei bist. Taris, ich wusste es. Ich wusste es. Hi, Taris. Du, ich gucke mir mal eben hier an, wie ich denn hier die Würfel rauskriegen kann. Bei den Leuten. Finlys gezinkte Würfel erhalten. Das sind ja alles Bakaluten, oder? Okay. Wollen wir die erstmal abziehen hier? Hey! Mit einem Taschendiebstahl. Okay. Der hat nichts mehr. Was hat Duncan? Auch nichts mehr. Ja, ja. So, gucken wir mal Gothic-Zeit. 17.39 Uhr.
Jetzt pass mal auf. Ich werde noch mal... Taris, kleine Hilfe. Ich werde den U-Mortimer noch mal ansprechen mit wie sieht's aus und bitte sag mir mal, ob es parallel läuft, also synchron ist. Weil ich habe hier irgendwie auf meinem Monitor habe ich's nicht synchron drauf. Bitte hilf mal. Hey, wie sieht's aus? Gut. Die Leute würfeln gerne und ich konnte bisher schon einiges Gold gewinnen. Ja, bei mir ist es ein bisschen leicht verzögert. Wenn sich das verstärken sollte, das kann passieren. Ne, aber ich glaube, das geht wohl gut weiter. Also. Bereiten wir uns mal fürs Würfeln vor. Wie machen wir denn das? Ich habe natürlich hier jede Menge Würfel. Das Amulett muss ich erstmal abnehmen. Dann habe ich hier gezinkte Würfel. Dann habe ich hier Proptex gut gezinkte Würfel. Dann habe ich Finlays gezinkte Würfel. Und ich habe hier Use Glückswürfel. Das ist ja übel. Die sehen auch gleich ganz anders aus. Ja, und dann habe ich hier meine normalen Würfel. Was genau ist verzögert? Ich kann nichts feststellen. Dann ist ja gut. Also, dass wenn ich zum Beispiel mit jemandem rede und dann ist zuerst die Grafik da, wo der Text steht und dann kommt erst der Sound verspätet. Das kann passieren. Aber wenn du sagst, es ist alles gut, danke dir. Ja, auf diese Quest bin ich sehr gespannt. Die habe ich selber noch nicht gespielt. In der Version, die ich als letztes gespielt habe, gab es die noch nicht. Ja, siehste, da können wir uns die Hand reichen. So, ich werde mir aber mal erstmal die ganz normalen Würfel auswählen. Und schau mal, Finlay sitzt da schon. Ist es denn soweit? Es ist soweit. Sprechen wir mal den Finlay an. So, lass uns würfeln. Lass uns würfeln. Gut. Oh, er geht da automatisch hin. Das ist cool. Also setzt sich automatisch dahin. Eine 3. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Sehr gut. Noch ein Spielchen? Ich darf auch Alan Dufon vom Odyssey Mod Team hier begrüßen und herzlichen Dank, dass du dabei bist. Super. Ja, ich guck noch mal, ob ich mit meinen normalen Würfeln den Finlay besiegen kann. Herrlich. Eine 4. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ich muss noch wie vom Alz. Das ist ein bisschen schnell, aber egal. Aber natürlich bin ich bei deinem ersten Livestream dabei. Ehrensache. Herrlich, danke. Gut, schauen wir nochmal, wie wir das weiter würfeln. Gut. Eine 3. Verdammt, eine 2. Herr, okay. Mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Noch 7 Mal gewinnen, okay. Lustig, wie er den Arm immer bewegt, so als würde er schon mal schütteln. Lass uns würfeln. Gut. Mist, eine 1. Eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Sehr gut. Noch ein Spiel. Ja, ich mach's nochmal. Ich kann doch ein bisschen wegdrücken, das Ganze. Brauche ich ja nicht zu warten, bis das ausgesprochen ist. So denke ich mal. Das tut dem Würfelspiel keinen Abbruch, oder Ella? Lass uns würfeln. Gut. Eine 3. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Okay, danke sehr.
Lass uns würfeln. Gut. Bin natürlich gespannt, wie, ob ich jetzt hier am Losen bin, weil der Finlay ja, den konnte man ja nicht unentschieden. Den konnte man ja nicht bestehlen. Wollen wir nochmal? Ja, noch 9-mal gewinnen. Ich beende das mal und nehme mal gezinkte Würfel, was halt... Ja, das ist klar, dass die Animation nicht sich wegdrücken lässt. Ich werde noch einmal würfeln und wenn ich wieder verliere... Lass uns würfeln. Dann nehme ich mal andere Würfeln. Mist, eine 1. Ich auch. Er auch, okay. Wir sind immer noch bei den normalen Würfeln. Lass uns würfeln. Aha, danke für den Tipp, Alain. Eine 3. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was? Gut, noch 8-mal gewinnen. Lass uns würfeln. Gut. Eine 5. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Super, noch 7-mal. Nochmal würfeln. Lass uns würfeln. Gut. Das will ich auch noch ausprobieren, Taris. Haha, da guckst du was. Eine 6. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Nur noch 6-mal gewinnen. Lass uns würfeln. Gut. Eine 3. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Sehr gut. Noch ein Spielchen. Jetzt müsste ich noch 7-mal gewinnen, aber ich unterbreche das jetzt mal und nehme mal gezinkte Würfel. Was haltet ihr denn davon? So, dann haben wir ja hier einmal gezinkte Würfel. Die werde ich jetzt auch mal anlegen. Hole ich die alten weg und nehme gezinkte Würfel. Frage den Finlay nochmal. Lass uns würfeln. Gut. Mit gezinkten. Eine 3. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Lass uns würfeln. Gut. Mal gucken. Haha, da guckst du was. Eine 6. Ich auch. Mal gucken, wie hoch die Quote ist. Ach, unentschieden, er auch. Mann, oh Mann, oh Mann. Lass uns würfeln. Gut. Tippe, tippe, tipp. Eine 4. Verdammt, eine 2. Hier hast du sie. Was? Ja, natürlich machen wir noch ein Spielchen. Bin mal gespannt, wie lange das hier lass wohl uns braucht. Würfeln. Gut. Haha, da guckst du was. Eine 6. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Alain, du bist gespannt, wie lange ich mit Finlay würfeln würde. Klar, ich auch.
Lass uns... Gut. Eine 4. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast... Noch dreimal. Lass uns würfeln. Ich habe übrigens meinen Würfelbecher auch dabei, ne? Eine 2. Verdammt, das gibt es doch nicht. Eine dämliche 1. Herr mit den Goldstücken. Ja, danke, es läuft ganz gut. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spiel? Natürlich. Noch zweimal. Bin ich ja mal gespannt. Lass uns würfeln. Gut. Daran wird sich nie etwas ändern. Eine 3. Eine 5. Oh. Pech gehabt. Na gut. Sehr gut. Lass uns würfeln. Gut. Vielleicht wird das jetzt was. Eine 3. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier. Gut. Weiter würfeln. Finley müssen wir gleich schaffen. Lass uns würfeln. Gut. Oder wieder kurz verknappt, ich weiß es nicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Eine 4. Verdammt, okay. Eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Noch einmal gewinnen. Endspurt. Heads up. Lass uns würfeln. Gut. Oh, jetzt ist schon entschieden. Da steht in der, im Log schon drin, denke ich mal. Eine 5. Verdammt, jawohl. Eine 2. Gewonnen. Herr mit den Goldstücken. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mein ganzes Gold verloren. Schluss. Ich spiel nicht mehr mit dir. Ja, du beleidigter Finley. Oh, wer kommt denn jetzt da rein? Das war jetzt irgendwie eine Szene. Ja, gucken wir mal wieder ins Logbuch rein. Die Würfelspieler. So, das Spiel beginnt. Ich habe Finley besiegt und ihm viel Gold abgenommen. Nun werde ich Duncan herausfordern. Dann werde ich ja mal meine gezinkten Würfel mal besser anbehalten, oder? Was haltet ihr davon? Oder ich speichere mal ab. Das sollte ich mal auf jeden Fall mal machen. Dann mache ich das mal einfach mal so. Stopp, nee, dich will ich nicht. Nehmen wir 5. Das ist ganz gut. Da können wir das mal machen. So, Duncan. Duncan. Das bist du. Komm her. Nicht die Magd. Hallo. Wie sieht's aus? Hättest du Lust, mit mir zu würfeln? Der Einsatz beträgt 100 Goldstücke. Mit etwas Glück kannst du das Doppelte gewinnen. Ich hätte das anders gemacht. Das war klar. Und du sitzt schon da? Du sitzt schon da. Sehr schön. Der Spieler wird automatisch vom Tisch entfernt, da er im Portalraum nicht sofort aufsteht, sondern dich ständig ansieht. Ja, okay, das ist logisch. Okay, dann spielen wir mal gegen Duncan mit meinen gezinkten Würfeln. Lass uns würfeln. Gut. Den habe ich ja gar nicht jetzt beklaut. Da bin ich mal gespannt. Ah, ich war zu voreilig wieder. Und der neue Spieler sitzt sofort am Tisch. Okay, ja, das habe ich schon gemerkt. Cool. Mist, eine 1. Eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Ja, lass uns würfeln. Gut. Meinst du, mir geht es besser? Mist, eine 1. Ja, läuft nicht auch. Unentschieden. Was jetzt?
noch neunmal gewinnen. Es wäre sehr, sehr schwer, seine Würfel zu stehlen. Kann man das mitten in der Spielanimation machen? Ja, ich sehe es gerade. Danke. Das ist doch alles nur Gerede. So. Das Lustige ist... Das will doch keiner wissen. Lass uns würfeln. Gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe so etwas keine Zeit. Eine 2. Ah, verdammt, das gibt's doch nicht. Eine dämliche 1. Herr mit den Goldstücken. Ja, hast du sie. Was ist? Das ist kein Geheimnis. Das sind doch alles nur Gerüchte. Lass uns würfeln. Gut. Er hat auf die falschen Leute gehört. Okay. Wenn du einmal sitzt, kannst du mit den NPCs jeden Dialog führen. Okay. Eine 2. Sehr gut. Ah, verdammt, das gibt's doch nicht. Eine dämliche 1. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Okay, noch 7-mal gewinnen. Lass uns würfel ich denn jetzt gegen ihn so niedrig? Oder ist das jetzt Zufall? Ist das ein Zufallsgenerator, der da generiert wird? Oder ist da so eine Liste, so eine Abfolge? Das würde mich mal interessieren, Alain. Eine 4. Oh, verdammt. Eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen. Okay. Das ist doch alles nur Gerede. Lass uns würfeln. Gut. Das war keine große Sache. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Von mir erfährt keiner was. Haha, da guckst du was. Eine 6. Oh, verdammt. Eine 2. Okay. Herr mit den Goldstücken. Läuft. Hier hast du sie. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hat es einen Einfluss, ob die NPCs ihre gezinkten Würfel noch besitzen? Es gibt aber mehrere Dialoge, die zufällig ausgewählt werden. Okay. Ja, das wäre auch eine Frage, die Taris gestellt hat, ob es einen Einfluss hat. Lass uns würfeln. Gut. Das hätte er auch selbst wissen können. Der Kerl kann einem leid tun. Ist das wirklich wahr? Eine 4. Oh, verdammt. Okay. Eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Noch 4-mal gewinnen. Dann sind wir ja mal gespannt. Lass uns würfeln. Gut. Irgendwann muss das hier so kommen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Eine 5. Oh, verdammt. Okay, jetzt wird's eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen. Noch 3-mal gewinnen. Okay. Lass uns würfeln. Gut. Das ist doch alles nur Gerede. Haha, da guckst du was. Eine 6. Oh, verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Taris. Was ist? Er tut dir leid. Doch nur ein NPC. Aber wenn man sich hineinversetzt, lass dann ist das würfeln. Schon ganz schön und spannend auch. Mal gucken. So. Komm, sag mal. Eine 4. Oh, verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spiel. Noch einmal gewinnen. Alain sagt, je nachdem, welche Würfel der NPC und man selber hat, verändert sich die Anzahl der Dialoge entweder zu deinen Gunsten oder zu deinen Ungunsten. Gut. Dann wäre das ja, ja, offen eigentlich. Random. Lass uns würfeln. Gut. So, jetzt verliere ich. Er hat doch die falschen Leute gehört. Weil? Mist, eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Sonst hätt's na gut, den Eintrag gegeben. Deine Goldstücke. Ja. Sehr gut. Okay, noch 2-mal gewinnen. Mit meinen gezinkten Würfeln. Lass uns würfeln. Gut. Er hat auf die falschen Leute gehört. Man könnte es ja ausprobieren mit normalen Würfeln, aber ich glaube, das wäre dann irgendwie endlos oder sehr schwierig. Eine 5.
Oh, verdammt. Weil wenn die schon gezinkte Würfeln haben. Herr, mit den Gold... Wenn die schon gezinkte Würfel haben, dann kann ich doch mit normalen Würfeln nicht so gut gewinnen. So mein Denken mal. Okay, verloren. Wieso verloren? Ja, gerade eben. Aber schauen wir mal. Lass uns würfeln. Gut. Jetzt verliere ich schon wieder. Ist das wirklich wahr? Alain, ich weiß, du weißt mehr. Eine 2. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Noch zweimal gewinnen, okay. So, jetzt aber. Lass uns würfeln. Gut. Von mir erfährt keiner was. Eine 4. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Mist, eine 1. Eine 5. Jetzt habe ich eine Pechsträhne. Na gut, hier deine Goldstücke. Okay, es bleibt ein Glücksspiel, okay. Ja, natürlich. Lass uns würfeln. Gut. Da kannst du eh nichts dran ändern. Verständlich. Dass es mit, auch mit guten Würfeln länger dauern kann. Verdammt, eine 2. Herr, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. So, noch zweimal gewinnen. Lass uns würfeln. Gut. Das wundert mich. Mist, eine 1. Ja, ich auch. Unentschieden. Soll spannend bleiben. Was jetzt? Ja. Wollen wir nochmal spielen? Macht jetzt gerade. So kurz davor, ne? Lass uns würfeln. Gut. Das ist doch alles nur Gerede. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Eine 4. Oh, verdammt. Ja. Eine 2. Gewonnen. Herr, mit den Goldstücken. Sehr schön. Hier hast du sie. Noch einmal. Jetzt. Jetzt aber. Lass uns würfeln. Das habe ich gar nicht gewusst. Nee, ich verliere wieder. Irgendwann muss das hier so kommen. Mist, eine 1. Ich auch. No. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Immer wieder. Ja, schade, dass da kein Bier steht auf dem Tisch, nicht? Lass uns würfeln. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh, ist es schon soweit? Zwischen 18 und 23 Uhr. Es ist 23 Uhr. Super. Duncan ist bereit, gegen mich zu spielen. Zwischen ich kann mit De Mortimer und seinen Freunden nur zwischen 18. Okay, das ist jetzt die... Das ist gut, dass das mittendrin kommt, so diese Information. Jetzt müsste ich dann wieder schlafen. Und wir machen mal Folgendes. Dann schlafe ich wieder da, wo die Companions schlafen. Also in der... In dem Häuschen von... Du hast das nicht gewusst. Soll ich mal jemanden ansprechen? Ich weiß es nicht. Ranga zum Beispiel. Hey! Der arme Kerl. Mal fragen, wie es ihm geht. Nein. Die sind alle am Ende. Aber aufgepasst. Manche Spieler spielen nicht mit einem, wenn man ihnen Würfel klaut und gegen sie verwendet. Aha. Verstehe. Ja, irgendwo muss es ja natürlich auch eine Logik geben. Eine Spiellogik oder... Von wegen hier. Ich denke mir auch, dass Verdammt, das so ist, dass was ist los? ich gegen Yu bestimmt nicht gegen mit seinen Würfeln spielen kann. So, dann machen wir mal wieder bis 17 Uhr. Herrlich. So. Ups, runter mit dir. Abujin. Ich werde mal eine Wasserpfeife nehmen und mal Tabak rauchen. Was könnte ich denn mal rauchen? Apfeltabak, doppelten Apfelpilztabak. Machen wir das mal. Ja. Dann Honigtabak. Das habe ich noch nie so ganz kapiert mit dem Tabak. Einmal hintereinander, viermal hintereinander, den gleichen oder unterschiedliche. Warte mal, den doppelten Apfel.
brauchen. Okay. Noch ein Zupftabak hinterher. Ja, Mana plus 5. Super. Genau. Oh, da sind wir jetzt ein bisschen. Bisschen angeräuchert. Können angeräuchert spielen. So. Gucken wir mal. Duncan sitzt da noch. Wir haben es. Oh, 17.17 Uhr. Speichern wir mal wieder mal ab. Also, okay, der fünfte Tabak entscheidet, welchen Bonus ich bekomme. Gut, das habe ich jetzt schriftlich, sehr schön. Ja, apropos, ich habe eine trockene Kehle. Vielleicht frage ich mal Koragon, ob er was für mich hat. Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Ach ja? Was zeig mir deine Leckeres? Ware. Ah ja, hier zum Beispiel leckere Eintöpfe. Okay, ich gönne mir jetzt mal ein Bier. Einfach mal so ein Bierchen. Gucken wir uns mal unsere Getränke an. Genau. Wo ist mein Bier? Hey, habe ich das Bier jetzt nicht gekauft? Bin ich jetzt total blöd? Nein, natürlich. Ich habe es natürlich hier unter Nahrung. Ein Bier ist ja eine Nahrung. Euer Eischnaps, das ist mir zu herbe. So, da ist mein Bier. So. So. Einfach nur wegen der Gemütlichkeit, liebe Leute. Na, look, look. Okay, Uhrzeit, Uhrenvergleich. Na, 33. Das dauert mit Duncan noch ein bisschen. Du hast es also in der Hand, welche Boni du haben willst. Beim Tabak, ah. Okay, das muss man sich dann auch mal irgendwie aufschreiben, dass man für den Apfeltabak das kriegt, oder... Wie ist das? Kannst du noch Fleisch braten? Jo, ah ja, hast recht. Ist recht. So mag ich das. Einfach mal, dass die Zuschauer mit interagieren. Machen wir mal 10 Stücke Fleisch. Dich. Genau. Was kann ich noch machen? Irgendwo habe ich doch noch was gesehen. Ich muss mal eben überlegen, wo das war. Ich meine, das war hier irgendwo. Da habe ich irgendwie noch was. Also im Off war das. Ich habe es natürlich testen müssen. Also jetzt nicht das Würfelspielen, sondern ich meine, hier hätte noch was gelegen. Oh, nee. Irgendeine Armbrust oder so. Als ich mal hier rumgelatscht bin, um die Übertragung festzustellen, ob die hier über den Stream gut funktioniert. Gut, okay. Dann geht's weiter. Suppe kochen. Suppe kochen. Suppe kochen. Suppe kochen. Wo ist denn hier der Kochlöffel? Der Koch. Der Koch. Der Koch. So. Ah, es sind noch 4 Minuten. Gothic-Minuten. Müsste ich gucken, wo dann noch ein Kochkessel ist. Ne? Ihr Kochstudio. Gut, Duncan, es ist gleich soweit. Dann darf ich mit dir nochmal spielen oder muss ich dich nochmal anlabern? Okay, 17.59 Uhr. Ja, jetzt geht Duncan wieder rüber. Oh, mit seinem Cowboy-Gang hier. So, jetzt fängt das wahrscheinlich wieder von vorne an. So, Duncan. Lass uns würfeln. Gut. Eine 4. Oh, verdammt. Eine Herr mit den Goldstücken. 2. So, okay. Ein Pech. Was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist die Animation irgendwie futsch. Hängen wir hier etwa? Ja, wir hängen. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Seht ihr das? Ich hänge. Bisschen Anni stecken geblieben, ja. Ui, gibt's einen Trick?
Also dieses Steuerung Alt und F8, das nützt leider nichts. Also dieses Hochspringen. Was steht da? F, hm? F was? F Klammer auf? F Klammer auf, das kenne ich noch gar nicht. F8, okay. Ja, F8. Ach so. Okay, danke dir. So. Jetzt sitzt er auf der anderen Seite. Oh, Abwechslung muss mal sein. So, sprechen an. Ende. Okay. Was jetzt? Hey. Mal so ansprechen. Ende. Uhrzeit noch im Bereich. Okay, dann lassen wir mal hier zurückgehen. So. Ende. Jetzt wird's ulkig. Vielleicht bist du mit ihm... Ach so, vielleicht bin ich mit ihm fertig. Das will ich jetzt sehen. Ich habe Danken besiegt um 800 Goldstücke. Jetzt ist Alistair an der Reihe. Okay, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Da wurde doch beendet. Da hieß es von wegen, es ist nach 23 Uhr. Okay, gut, dann haben wir ihn auch besiegt. Danke, danke. Jetzt sollte ich mal mit Alistair. Hallöchen. Hallo. Hi. Was hältst du von einem Spielchen? Gut. Sag Bescheid, wenn es losgehen soll. Ja, dann sag ich. Auf alle Fälle. Guck mal nochmal nach. Ach so, okay, ja. Danke. Mit Alistair, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich habe seine Würfel, gezinkten Würfel genommen. Oh, das er hat wieder was. Würfel. Gut. Ja, mal gucken. Es wäre schwierig, ihm was zu stehlen. Dass ich das immer so schnell überlese. Sorry. Eine 5. Aufgeregt. Oh, eine 6. Ha, das war wohl nichts. Na gut, hier deine Goldstücke. Hey, sehr gut. Noch ein Spielchen? Aber klar doch. Es wäre sehr schwierig, seine Würfel zu stehlen. Mitten im Spiel. Okay. Die habe ich jetzt auch. Jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert. Gar nicht. Er kann ja nicht würfeln. Okay, ich habe ihm jetzt seine Würfel geklaut. Ah ja, okay. Hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt hier raus konnte. So, und jetzt geht's wieder Lass weiter. Lass uns würfeln. Gut. Mist, eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Hey, sehr gut. Noch ein Spielchen? 10? Okay. Lass uns würfeln. Gut. Das ist die falsche Seite. Oh, jetzt haben wir irgendwie ein Problem, denke ich mal. Aber? Mist, eine 1. Eine 5. Oh, schon wieder eine 1. Na gut, hier deine Goldstücke. Hey. Ich glaube, ich muss es nochmal unterbrechen. Kann das sein? Noch ein Spielchen? 11 Spiele. So, jetzt machen wir nochmal Ende, dann machen wir das mal richtig ordentlich hier. So, okay. Dann stelle ich mich mal genau hinter den Stuhl. So, und gucke mal, was für Würfelsorten ich habe jetzt insgesamt. Also, gezinkte Würfel. Okay, die habe ich ja oben. Alistairs gezinkte Würfel. Da bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt mit seinen Spielwürfeln spiele, ob es da was irgendwie... Broptek, Duncans, Finlays. So, okay. Haben wir Alistairs gezinkte Würfel ange... Mal gucken, was passiert. Oh! Mein Gott, ein Kampf! Oh! Hilfe! Siehste? Ist ja übel. Alles klar. Alistair ohne Vorwarnung einfach mal das Ding gezückt und
Auweia, auweia, auweia. Ja, nicht gut, da hilft nur eine Spruchrolle. Ah, vergessen, ja logisch. Okay, und als erstes mal wieder hier die gezinkte Würfel. Ich könnte ja mal Proptext nehmen oder Duncans oder Finlays. Nee, glaube ich nicht, ist nicht gut, das sind Freunde. Ich nehme die einfach gezinkten Würfel. Okay, also Spruchrolle, das finden wir unter mal wie immer Magie. Habe ich den überhaupt vergessen? Da ist so, 0. Okidoki. Ich und meine Orientierung, wenn sie dunkel ist. So. Ich glaube, ich schlafe mal wieder vorsichtshalber. Kann ich mal hier machen. Weil das ist bestimmt hier. Ja, das ist. Was machen wir denn hier? Machen wir bis 17 Uhr. Kann ich mir das wahrscheinlich vorher noch austreiben? Mit dem Vergessensspruch. Ich hoffe es. Für den König! Ja, ja. Schauen wir mal. Wenn er mich wieder sieht. Jetzt kriege ich dich! Ja, 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 da ist er. Okay. Ja, und sich. Der ist aber. Ja, jetzt habe ich natürlich meinen Geschwindigkeitsring absichtlich ausgezogen, weil. Ja, kriegst du mich nicht? Okay, er haut ab. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, was haben wir denn da? Ach, nehmen wir mal hier einen von denen. Wow, wow, wow. Übel, übel, übel. Er geht zurück jetzt aber. Gut, das ist gut. Okay, dann hin. Ach, warte mal. Weiß er jetzt nicht. Er darf mich ja nicht sehen, oder? Okay, Alistair sitzt jetzt da mit seinem. Shit. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich krieg ihn nicht zu fassen. Nee, das ist jetzt dull. Naja, muss ich nur mal rauslocken. Ja, ich weiß, dann greift er an. Erstmal muss ich den Alistair hier kriegen. Ich krieg dauernd Finlay. Und dann Winkel vielleicht. Ja. Okay, hat wohl geklappt. Nee, ich hab's schon hingekriegt. Hat wohl geklappt. So, gucken, wie spät? 17.31 Uhr. So, wo soll ich denn jetzt Suppe kochen? Suppe kochen. Irgendwo hier in der Nähe? Bei ihm da? Nee, hier kann man auch nichts kochen. Ja, ich weiß jetzt nicht in der Nähe, wo man hier Suppe kochen könnte. Suppe bei Edda im Hafenviertel. Ah ja, okay. Ja, natürlich, dann machen wir das doch mal. Edda im Hafenviertel. Wir können nur abwarten. Probieren wir das gleich mal aus. Ich glaube nicht, dass ich das. Ein Wassereimer. Shit, hier komme ich nicht rum. Ach, ich war der Meinung, ich könnte hier zu Edda rumkommen. Okay. So. Müsste es auch hier am Ende sein. Genau, richtig. Da ist Eddachen. Hallo, Edda. Hast du noch ein Schiff für mich? Die Orks sind besiegt. Okay. Ja, aber Edda lässt mich nicht Suppe kochen. Nee, geht nicht. Schade.
Geht leider nicht. Prosper. Was man noch glauben kann. Ein Scheiterhaufen springen. Über den Holzscheit natürlich. Zapp. Oh, die gehen jetzt alle rein. Ich bin wohl zeitig da. Alistair setzt sich auch schon hin. Es ist perfekt. Dann wollen wir mal gleich weitermachen. Mit meinen normalen gezinkten Würfeln. So. Lass uns würfeln. Gut. Eine 4. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Wie hast du sie? Was ist? Noch ein Spielchen? Lass uns würfeln. Gut. Eine 4. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Wie hast du sie? Was ist? Noch ein Spielchen? Lass uns würfeln. Gut. Eine 3. Eine 5. Pech gehabt. Na? Hey. Lass uns würfeln. Gut. Haha, da guckst du was. Eine 6. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Wie hast du sie? Was ist? Noch ein Spielchen? Lass uns würfeln. Gut. Eine 3. Eine 5. Pech gehabt. Na gut. Hier deine Goldstücke. Hey, sehr gut. Noch ein Spielchen? Noch 10 Mal muss ich gewinnen. Lass uns würfeln. Gut. Haha, da guckst du was. Eine 6. Verdammt, eine 2. 9 Mal. Ja, mit den Goldstücken. Wie hast du sie? Was ist? Noch ein Spielchen? Ja, natürlich. Los, mal hin. Lass uns würfeln. Gut. Schade. Eine 5. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Wie hast du sie? Was ist? Noch ein Spielchen? Was hat er gesagt? Ich glaube, deine Mutter ist in die Kneipe gekommen. Kennst du meine Mutter, Alain? Ich glaube nicht. Lustig. Okay, gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Eine 3. Ach, Rolands Mutter. Verdammt, eine 2. Ja, natürlich. Herr mit den Goldstücken. Ja. Hier hast du sie. Rolands Was Mutter. Ist? Noch ein Spielchen. Noch 7 Spielchen zu gewinnen. Auf Lass geht's. Uns würfeln. Gut. Mist, eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Na? Hey, sehr gut. Noch ein Spielchen? Wie sich das anhört, als hätte er sich irgendwie Lass kurz vorm Verschlucken befunden. Haha, da guckst du was. Eine 6.
Verdammt, eine 2. 6. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Steht am Herd, okay. Oh, dann kocht sie was für ihren Sohn, ne? Lass uns würfeln. Gut. Eine 4. Ja. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ja. Ihr kennt ja die Augen auf den Würfeln. Da kenne ich noch so ein Kinderrätsel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Eisbären und Löcher. Ne? Das erkläre ich dann später würfeln. Mal. Gut. Je nachdem, wie viele Augen die jetzt haben. Also ich sag dann halt eben die Augenanzahl von Roland. Ja? Die sagt er ja an und dann sage ich, 3. Wie viele Eisbären? Verdammt, eine 2. Ja, mit den und wie viele Löcher? Wie hast du sie? Also was Roland ist? Hat 2 Eisbären und ein Loch. Mal gucken. Ob das, ob die das würfeln. Rauskriegt. Gut. Also Roland würfelt dann eine. Haha, da guckst du was. Eine 6. Ah, ich auch. Da sind leider keine Eisbären und auch keine Löcher. Lass uns würfeln. Gut. Eine 5. Eine 5. Verdammt, 4 Eisbären, ein Loch. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen. Noch 4 Stück. 4 Spielchen. Oh. Lass uns würfeln. Dann habe ich ja den gut. Dann auch eventuell. Los, komm. Toi, toi, toi. Also nur ungerade Zahlen? Nee. Haha, da guckst du was. Eine 6. Ah, ich auch. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Ja, natürlich. Ich muss gerade selber überlegen. Nee, ich gehe da mal bildlich vor. Es müssen Eisbären um ein Loch sein. Na, also wenn eine 5 ist, sind es 4 Eisbären und in der Mitte ist das Loch. Also eine 1 ist dann nur ein Loch, aber kein Eisbär. Eine 4. So nach dem verdammt, Motto. Eine 2. Das wäre das Rätsels Lösung. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen. Noch 3 Spielchen. Schön. Lass uns würfeln. Gut. Haha, da guckst du was. Eine 6. Ah, ich auch. Unentschieden. Ja. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Ja, Alexander Matecker, den hatten wir kurz im Podcast gehabt. Lass uns würfeln. Gut. Total netter Typ ist das. Eine 3. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Wie hast du sie? So, da, zweimal, dann lass haben wir uns den dann auch irgendwann mal gepackt, oder? Guck mal, wie der guckt. Mist, eine 1. Eine 5, ja. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Hey, sehr gut. Noch ein Spielchen? Okay. Lass uns das sind so Details, gut. Auf die achtet man nicht so. Muss mal gucken, wenn er gleich wieder verliert. Der Hut, der ist auch ein bisschen im Wege. Lies man den Satz Mist, davor, eine 1. Okay? Ah, ich auch. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Noch 4-mal, es wird immer mehr. Lass uns würfeln. Gut. Haha, da guckst du was. Eine 6. Jetzt. Ah, ich auch. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Das heißt Lippensynchron mit dem Unentschieden. Das ist ja der Hammer. Lass uns würfeln. Gut. Also jedenfalls
Jude Mortimer wird schön nervös. Schon nervös, er weiß, dass er bald rankommt, okay. Aber das... Eine 4. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Okay, dann nicht. Aber bei dem Unentschieden dachte ich, da würde jetzt echt das Lippensynchron laufen. Lass uns würfeln. Gut. Hammer. Eine 2. Na, verdammt, das gibt es doch nicht. Eine dämliche 1. Herr mit den Goldstücken. Okay. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen. Noch ein Spiel zu gewinnen. Ja. Jetzt. 1, 2, 3. Zack. Lass uns würfeln. Gewonnen. Gut. Eine 5. So, eine 5. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Du hast mich vollkommen ausgenommen. Respekt. Das ist vor dir noch keinem gelungen. Ach ja. Gut. Auch das haben wir geschafft. Gucken wir mal, wie viel Kohle wir haben. 9.092,32. Okay. Lass uns mal auf die Uhr gucken. 20.38 Uhr. Das wäre noch zu packen, ne? Alter Zocker. Ja, lustigerweise, ich bin nicht so der Würfelspiel-Fan, sondern, Hey du! Ich mag gerne Kartenspiele. Aber keine deutschen Kartenspiele. Ich habe die anderen Spieler besiegt. Respekt! Ich bin nun sehr gespannt, ob dir das Glück weiterhin hold ist. Unser Spiel findet zwischen 18 und 23 Uhr in Koragons Gasthaus statt. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Gut, da liegt noch ein Würfelbecher. Da gut. Dann fangen wir mal mit Jude Mortimer an. Kurz vorher gucke ich doch noch mal ins Logbuch. Danken. Ich habe Alistair beim Würfeln. Ich habe besiegt und ihm 800 Goldstücke abgenommen. Schön. Ja, Jude Mortimer ist jetzt dran. Gucken wir mal an, was dann passiert. Alter Zocker, sagt Alan zu mir. Ja, Poker, das ist zum Beispiel mein Lieblings. Lass uns würfeln. Gut. Da kannst du nichts dran ändern. Oder 31. Bauernskat, das geht noch. Eine 5. Verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Oh, ist der Nerv. Oh, der ist ja angenervt. Wahrscheinlich, weil ich seine Companions da besiegt habe, herrlich. Lass uns würfeln. Gut. Er hat ja seine gezinkten, seine Glückswürfel ja nicht mehr. Ich bin ganz deiner Meinung. Eine 3. Ah, ich auch. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Das habe ich noch gar nicht sehr gut. Ja. Okay. Lass uns würfeln. Unentschieden hat er so eine neutrale Stimme gehabt. Eben. Eben. Kenne ich aus dem süddeutschen Raum. Eben. Eine 2. Eine 5. Pech gehabt. Na gut, hier deine Goldstücke. Sehr gut. Noch ein Spielchen? Oh, wie selbstgefällig er reagiert. Lass uns würfeln. Gut. Das will doch keiner wissen. Mist, eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Tja. Na gut. Hier deine Goldstücke. Sehr gut. Noch ein Spielchen? Ist denn Taris noch da? Frage ich mal so in die Runde. Lass uns würfeln. Gut. So, du musst jetzt mal verlieren hier. Ich bin ganz deiner Meinung. Mist, eine 1.
Ah, ich meine noch nicht Roland. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Moment, das sind teilweise leuchtende Augen oder wie sieht das aus? Lass uns würfeln. Gut. Eine 4. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ich hab was anderes gehört. Ja. Der Herold verkündet Finalspiel mit Juhl und Mortimer in Coragons Taverne. Der Eintritt ist frei. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Immer wieder das Stimmt das? Der Herald verkündet Finalspiel mit Jugend Mord in Korrogan. Ne? Der Eintritt ist frei. Das ist cool. Das höre ich nicht. Lass uns würfeln. Gut. Auf dem Platz? Achso. Oh. War ein Joke. Ja, ja. Eine 4. Nicht schlimm. Verdammt. Eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Irgendwann muss das hier so kommen. Siebenmal gewinnen. Ist denn geplant, dass der Herold mal so eine richtig schöne Geschichte mal auf dem Platz spricht? Oder frage ich jetzt nur mal? Lass uns würfeln. Und er sagt ja, gut. Er sagt ja immer nur den Anfangssatz und dann hört's auf. Eine 3. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ist doch wahr. Lass uns. Gut. Glaubst du wirklich daran? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Eine 3. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Was ich auch gut finde, ist, dass die Kameraeinstellung pro Spieler immer anders ist. Mal gucken. Mal ein bisschen ablabern. Wie sieht's aus? Gut. Die Leute würfeln gerne und ich konnte bisher schon einiges Gold gewinnen. Ja, nicht mehr lang, oder? Lass uns würfeln. Gut. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay. Doch keiner wissen. Eine 5. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Viermal gewinnen. Nach der Gerichtsverhandlung müsste er verkünden, dass die Diebesgilde verurteilt ist. Das habe ich nicht gewusst. Die Folge ist bei mir jetzt schon abgedreht. Und das müsste ich dann nochmal nachkontrollieren. Okay. Stimmt, nach seiner Niederlage ist sein Spruch anders. Okay, nochmal. Lass uns würfeln. Gut. Lass uns gewinnen. Erzähl mir nichts, ich kenne so etwas. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Eine 2. Na, verdammt. Oh. Das gibt es doch nicht. Eine dämliche 1. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Noch dreimal gewinnen. Ich bin mal gespannt. Kann man sich nicht drauf verlassen. Wie wäre es denn, wenn ich seine Glückswürfel nicht gestohlen hätte und gegen ihn gespielt hätte mit seinen Glücks... Ich hätte, glaube ich, gar nicht gewonnen, oder? Der hätte mich ausgenommen. Sag's mal. Hier brauchst du das nicht zu tun. Lass uns würfeln. Gut. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Irgendwann muss das hier sein. Eine 4. Verdammt. Eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Das ist wirklich nicht. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Oh, noch 2 Gewinne. Okay, ja, natürlich. Kannst immer noch hören, wenn du tagsüber beim Herold vorbeigehst. Darauf werde ich achten, Alon. Sehr schön. So. Lass uns würfeln. Gut. Haha, da guckst du was. Eine 6. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist noch?
Das habe ich mir schon gedacht, dass es sehr schwer werden wird. Deswegen vorsichtig oder prophylaktisch handeln. Lass uns würfeln. Gut. Und ihm die Würfel wegnehmen. Na, ja, verloren, ne? Eine 3. Unentschieden oder so. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Noch unentschieden. Noch einmal muss ich gewinnen. So. Lass uns würfeln. Gut. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich hab was anderes gehört. Eine 3. Eine 5. Pech gehabt. Tja, noch zweimal gewinnen müssen, deine Goldstücke. Ich tun muss. Sehr. Ja, komm. Lass uns würfeln. Gut. Ich brauch bestimmt nicht seine Glückswürfel nehmen, denn da hätte ich nämlich auch die Klinge am Hals, garantiert. Das ist wirklich nicht mein Problem. Haha, da guckst du was. Eine 6. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? So. Wenn ich jetzt nochmal würfle und jetzt kommt der Logbucheintrag, der Questeintrag, dann weiß ich, dass ich die Runde dann gewinne. Oder wenn nichts kommt, dann weiß ich, dass ich verliere oder unentschieden bin. Lass uns Achtung. Würfeln. Gut. Nee. Hehe. Was schon da? Er hat auf die falschen Leute gehört. Mist. Eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Na gut. Hier deine Goldstücke. Pech gehabt. Sehr gut. Ja, das ist immer. Oh, ist das spannend. Los, hey, komm. Wie sieht's aus? Gut. Die Leute würfeln gerne und ich konnte. Genau. Vielleicht kann ich hier ein bisschen ablenken mit ein bisschen Smalltalk. Lass uns würfeln. Lass mich in Ruhe. So schnell vergeht die Zeit, herrlich. Okay, Alistair, ja, ich habe ihn noch nicht abgezogen. Ja, okay. Da müssen wir wieder übernachten. Das habe ich früher auch immer gesagt. So weit. Ja. Ich erzähle dir doch nichts Neues. 22 Uhr. Du wirklich daran? Genau. Zeit ins Bettchen zu gehen. Und vorher noch das Sandmännchen gucken. Kinder, gebt fein Acht. Hab euch etwas mitgebracht. Das ist verdammt, was ist los? Also, mit dem Sandmännchen bin ich groß geworden. So, weiter geht's. So, das ist ja der Herold hier. Warte mal. Er hat eine Frage, aber wahrscheinlich nicht. Ich hab doch mal eine Frage. Jetzt nicht. Jetzt nicht, genau richtig. Vielleicht später. Jo, bei Edda, aber die ist jetzt eben die Zeit ja an ihrem Kochtopf. So, und warum starren die Leute denn immer noch hier drauf? Hier gibt's den Wassermagier doch nicht mehr. Oder kommt er später dahin? Weiß man's? Der muss auf seinem Podest stehen, logisch. Der muss auf seinem Podest stehen. So, Finley. Ach, machen wir nochmal hier eine Raterei. Oh, 10 Stücke Fleisch. So, lecker. Bisschen frische Luft schnappen. So, ja, okay, das ist wieder die Info. Habe ich eben ein bisschen zu schnell ausgemacht, ausgeblendet. Wo läuft er denn jetzt hin hier? Ist er hier lang gelaufen? Ne, ist weg. Ah, da ist er. Bin mal gespannt. Nee, er geht.
Er geht nach Hause. So, gucken wir mal. Auch noch eine halbe Stunde. Gucken wir mal hier gemeinsam. Na nee, das ist ja Pause. Das ist ja pausiert, wenn ich dann hier gucken tue. Ich glaube, wenn ich das hier dann durch habe, dann könnte ich dann fürs nächste Let's Play dann nach Warant segeln. Wenn du das Video mit dem Urteil schon fertig hast, hatte der Richter auch seinen Monolog gehabt, bevor du ihn angesprochen hast? Da musste mal... Ja, hat er. Also, ich kam an und dann hat er schon gesagt, dass die Angeklagten oder der... Ja, die Beklagten... Also auf jeden Fall hat er seinen Monolog gehabt. Und dann erst habe ich ihn angesprochen und dann... dann ging's. Also das lief wunderbar. So, wo ist denn jetzt hier unser... Ju, ist der noch draußen? Ja, der ist noch draußen. Jetzt mach hin. Wir zocke. Ah, oh, Viertelstündchen hier. Gucken, komme ich eigentlich hier hoch? Ja, Tatsache. Ah, ich rutsche immer wieder ab. So, lolo. Okay, dann will ich mal noch mal ein bisschen eine dampfen. Danke dir, Alain. Kann ich öfters machen. Ja, ich, wie schon gesagt, ich hatte anfangs immer so die Hemmschwelle gehabt, dann Livestream zu machen, gerade bei Spielen. Ich habe, Moment mal, ich habe noch ein anderes Live-Portal, das nennt sich D-Live. Da mache ich hauptsächlich Musikstreams, also auch teilweise Musikvideos. Und weil D-Live ist da nicht beschränkt, also begrenzt da nicht. Das ist eine ganz praktische Sache. Und ich habe mal jetzt mal hier angefangen, auf Twitch mal was zu machen und... Andere Spiele habe ich ja auch schon gestreamt, einfach mal so, um zu gucken, wie es läuft. So Helium Rain und Drova, also nur mal einfach nur angespielt, einfach mal zu gucken. Aber Livestream so mit wie vielen Zuschauern? Oh doch, einigen Zuschauern, das ist sehr schön. Übrigens nochmal, sorry, falls ich euch vergessen habe, herzlich willkommen oder dass ihr gerade eingeschaltet habt. Ich spiele die Modifikation alles im Auftrag des Königs. Für Gothic 2. Lass uns würfeln. Gut. Und bin jetzt gerade mit dem Meister der Würfelspieler, Jude Mortimer, dabei, ihn abzuziehen. Dabei ist zu sagen, dass ich vorher die Spieler beklaut habe. Das heißt eine also... Fünf. Verdammt, eine 2. Ja, mit den Goldstücken. Runde habe ich gewonnen. Hier hast du sie. Weil die sind natürlich, naja, ne, die haben gezinkte Würfel und dann wäre das ein bisschen schwieriger. Und einen habe ich schon mit seinen eigenen gezinkten Würfeln versucht zu spielen, aber der ist mir dann gleich an die Kehle gegangen. Aber das konnte ich noch retten. Mit dem Vergessensspruch. Okidoki, dann geht's weiter mit Jude Mortimer. Lass mit uns dem würfeln. Schönen. Gut. Roten Hut. Zap. Eine 5. Verdammt, eine 2. Herr, mit den Goldstücken. Jetzt habe ich mein ganzes Gold verloren. So viel Glück ist nicht normal. In dir muss Belia gefahren sein. Belia? Hallöchen. Wieso ein Belia? Wie kommt denn der da drauf? Ja, weil der immer nur für schlechte Sachen ist. Wer schlecht denkt, ist selber schlecht. Deswegen. So, ich habe Jude Mortimer damit... den letzten der vier Spieler besiegt. Ich habe jede Menge Geld gewonnen, doch was ist mit dem Elixier? Jetzt helft mir mal auf die Sprünge. Elixier. Mit dem Elixier. So, gibt's das denn? Ach ja, natürlich. Da steht's ja. Was ist jetzt mit dem Elixier?
Such dir aus, welches du haben willst. Also, Elixier des Geistes für geschickt. Des Geistes für Mana, Stärke, Geschicklichkeit oder des Lebens. Ja, Frage in die Runde. Was kann ich denn nehmen? Was wäre denn vom Vorteil? Ich habe mich natürlich schon ein bisschen entschieden, ne? Stärke habe ich genug. Geschick könnte ich nehmen. Geist, Mana. Oh. So, ich habe mich entschieden. Was sagt ihr? Fragezeichen? Ne? Sehe ich auch so. Gut. Dann nehmen wir das Nimm Geschick. Nimm es und werde glücklich damit. Hä, sind wir beleidigt, ne? Gut. Schauen wir nochmal. Okay, das ist natürlich jetzt eine erfüllte Mission. Gute Mortimer gab mir das gewünschte Elixier. Er und seine Freunde werden wohl erstmal vom Würfeln genug haben. Dann gucke ich natürlich nochmal das Geschicklichkeitselixier, welches hier zu trinken ist. Ne, Elixier des Geistes? Habe ich doch das Falsche ausgewählt. Okay. Naja. Ist aber nicht so schlimm. Ja, auf deinen Tipp werde ich mal eingehen. Hey, wie sieht's aus? Du hast mich ganz schön ausgenommen. Es wird eine Zeit lang dauern, bis ich wieder genug haben werde, um spielen zu können. Doch wenn ich den verdammten Dieb erwische, der mir meine Glückswürfel gestohlen hat, dann kann der was erleben. Jawohl, ist klar. Herrlich. So, mit den anderen. Hey. Auch irgendwelche Nach. Nee, die haben keine Nach. Dialoge mehr. Alistair wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, sicher ist sicher. Einfach mal gucken. Genau. Die sind alle wortwörtlich am Ende. Hey, du. So. Ah, hier nochmal ihn hier. Hey. Wie sieht's aus? Ja, ja, du hast gewonnen. Verschone mich aber gefälligst mit deinem weiteren Gequatsche. Ach ja, schön. Gut, dann haben wir ja hier die Schergen sozusagen besiegt. Und sicherheitshalber mal einspeichern das Ganze. Ja. Ob ich noch einen weiteren Trank habe. So, diese, da sind ja die Banderolen immer unten. Das ist... Oh. aufgeregt. Hast recht, da ist ja das Geschick. Danke sehr. Ziegenmilch. Nee, Geschicklichkeit plus 3. Okay. Ach ja. Und jetzt nach Jakenda zu Francis. Echt jetzt? Soll ich das jetzt machen? Wie lange sind wir denn schon dran hier? Anderthalb Stunden schon fast. Anderthalb Stunden. Da müsste ich mal eben kurz noch meine Runen zur Varaninsel hinbringen. Bitte nicht die Rune hinbringen, sondern anlegen, damit ich zur Varaninsel komme. Die habe ich nämlich nicht. Gucken, was die ist. Das die hier? Nein, das ist die Großbauergeschichte. Fischerdorf, altes Wrack, Waldläufer, Kriegspirateninsel, geheimer Ort, Flüchtlingslager, Druiden Kilian, Cluster, Ogerhöhle, Ogersteinkreis, Korines, Pyramide, sag mal, bin ich jetzt. Ah, hier, nee, das ist die 4. Okay, da weiß ich. Sub, Sternwarte. Taverne. Na, das Turm Varaninsel. Gut. Okay, da habe ich mal die 4. Moment mal, wieso zur Varaninsel? Du musst zur Ogerhöhle. In die Ogerhöhle? Jakenda? Ach, Jakenda, was habe ich denn jetzt mit? Oh, sorry, I'm so crazy hier. Ja, natürlich Ogerhöhle. Die hatte ich doch auch schon angelegt gehabt. Meine ich. Genau, das war die 6. Danke dir. Sehr aufmerksam. Also. Genau, denn da muss ich ja rüber wandeln. Hä? Kloster?
wollte schon meinen hier. Wollte schon meinen. So, Ogerhöhle. Ja, dann hier runter. Soll ich den Geschwindigkeitsring wieder anlegen? Damit wir ein bisschen hier auf Geschwindigkeit kommen. So, okay. Speichern. Kniff. So, na, brauche ich jetzt die Fackel nicht ziehen. Kann man ja, glaube ich, gut sehen, hoffe ich doch. Kann hier auch noch zur Not eine Runde schlafen. Wo jetzt aber. Genau. Sodele. Test, Test, bin wieder da. Schön. Hast du eigentlich auch die Quest von Carsten erledigt? Ja, die wollte ich erledigen. Ich habe ihn nicht mehr wieder gefunden. Den habe ich nicht mehr gefunden auf Onas Hof da bei Thekla in der Nähe. Da stand er immer. Da wollte ich mal, da habe ich auch zu jeder Tag- und Nachtzeit habe ich da geguckt, ob er da ist. Carsten ist bei Edda im Hafenviertel. Schock. Okay. Carsten ist bei Edda im Hafenviertel. Okay, erstmal einrennen hier. Das ist ja der Hammer. Weiß ich das? Frag ich jetzt mal so, gibt es da einen Grund dafür, dass er bei Edda im Hafenviertel ist? Oder konnte ich das nicht wissen? Das würde mich mal interessieren. Ist nach der Rückeroberung zurück in die Stadt gegangen. Okay, dann konnte ich das wahrscheinlich nicht wissen. Du musst in die Ogerhöhle. So, jetzt nochmal. Wo soll ich jetzt hin? Jakendar. Gut. Jakendare. Das heißt, ich muss wieder eine Rune anlegen. Und zwar, welche war denn das? Fischerdorf, altes Wrack, Waldläuferdorf, nein, Grex Piratenlager, ne? Genau, die habe ich nämlich wieder hier nicht drauf. Welche nehme ich denn jetzt? Genau, richtig, ich nehme jetzt mal die 5. So. Er musste auch noch von den Orks fliehen, der Christian, Carsten, Christian, komm, ich auf Christian. So. Hallo Piraten, wie geht es euch heute? Lasst mich erstmal eine Nacht übernachten hier. Auf eurem Knatterbettchen hier. So, bis zum nächsten Morgen, damit die Zuschauer auch ein bisschen was sehen können. So. Ja, dann. So, ich soll jetzt zu Jakendar. Kann sein, dass es auch im Tagebuch steht mit Carsten. Ja, kann sein, da gucke ich jetzt aber nicht nach. Mit wem sollte ich jetzt nochmal? Moment. Muss mal eben was gucken. Ein kleines Zuberein, du musst in die Ogerhöhle. Also, und jetzt nachher kennt er zu Francis. Genau, richtig, okay. Alles gut. Ja, kennt er zu Francis. Francis, where is Francis? I have to look for the Francis. War das hier einer? Nee, Francis, Tom, war der hier mit drin? Owen, Elbridge, Francis, Francis, hier nichts. Jakendar, Francis, Francis, Jakendar, Francis, mit. Francis sägt Holz, okay. Ich und mein Holz. Da hinten ist er. Nee, einer von den beiden, ne? Owen, Elbridge, dann oben. Oben ist ja noch auch einer, der Holz sägt. Stimmt's? Stimmt. So. Henry, Smitty, Nathaniel?
Oh, da habe ich vertan. Baumsäge. Jo. Ahne was. Der macht bestimmt einen Witz mit mir. Geh mal Richtung Samuelshöhle, okay? Ach so. Ich bin jetzt in Samuelshöhle. Liegt, ne? Nee, das ist morgen. Das boomt. Das ist ja Elvridge. Uhr. Vielleicht schläft er irgendwo, ja. Weißt du das denn nicht? Ich hab dir gerade die Uhrzeit eingeblendet. Hier ist ja der... Moment mal, ich hab doch schon gegen den gewürfelt. Meine ich wohl. Moment mal, ich meine, ich hätte gegen den gewürfelt. So, wo wäre denn das gewesen? Billiger Fusel, Einbruch, alte Piratenabreibung. Schergenvenias Botschaft. Meine, ich hätte schon gegen ihn gewürfelt. Das wäre dann auch mein erstes LP gewesen. Hier Würfel-LP. Billettknochen, Feuer, Golem-Würfel mit Francis Klopp. Heißt die Quest, ja. Ich bin jetzt die ganze Zeit dabei zu gucken. Ne, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu weit unten. Skeleton, starkes Kraut, Rettung, Lurker, Greifenjagd. Der Nomaden-Wölfenlager. Nee, das ist, glaube ich, zu weit unten. Nomaden. Ruinencrawler. Ruinencrawler hieß. Nee, ich glaube nicht. Dann gucken wir noch mal hier genau hin. Optik. Kumpen. Saug und Boden. Mächtige Waffe. Zugang Sardas. Wertvolles Buch. Königliches Kleid. Proviant Piratengold. Der Büchsenmacher. Nee. Würfel mit Francis wäre hier nicht drinnen. Gucken wir aber sicherheitshalber nochmal rum. Das wird sich nie ändern. Ich habe nachgesehen. Er muss vor dem Bett stehen und qualmen. Vor einem Bett stehen und qualmen. Ich könnte dir Sachen. Dann da hinten ist ja noch so ein Ren und Bill. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Da kann man sich nicht. Ups. Das habe ich früher auch immer gesagt. Skippy Boy. Das wird sich nie. Wie ist er jetzt hier? Average 9. Das ist ja immer noch der andere. So, dann haben wir hier noch irgendwo Übernachtungsmöglichkeiten. Hier, da. Bones. Hier sind auch Betten. Morgen. Bett. Ja, nö. Francis ist nicht auffindbar. Where is the Francis, bitte? Jetzt muss er in einer Hütte sein. Ja. Hätte ich auch geguckt. Kein Problem. Stopp mal. Nee. In einer Hütte. Da nicht drin, ne? Kann ja sein, dass er bei ihm hier ist.
Nein. Ja, sein können. Ja, okay. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich hau ja wieder ab. Ich werde mich dann nicht einmischen. Francis. In der Hütte raucht er. Sehr gut. Okay. Keine Ahnung, sag du es. So, ich wollte. Ich wollte. Lass mich in Ruhe. Also werde ich schon mit ihm gewürfelt haben. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ja, dann. Das habe ich früher auch immer gesagt. Noch irgendwelche Vorschläge, was ich hier noch machen könnte, eventuell? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Dann wohl Varant. Oder ich mach's in einem nächsten Livestream. Das Varant würfeln. Dann kriege ich auch besser Anschluss zu meinen Let's Plays auf YouTube. Ne? Weil das wird sowieso auf YouTube hochgeladen und dann kann ich dann habe ich dann einen besseren Anschluss, wenn ihr damit einverstanden seid. Ich könnte auch länger machen, kein Problem, ja. Morgen ist ja hier, wie heißt das, Vatertag, in der Vatertag, ja, also Christi Himmelfahrt, klar. Okay, aber ich will es jetzt mal nicht so übertreiben. Ich hoffe, es hat so ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich muss mich auch bedanken bei euch und auch für eure Tipps und eure Proptech in Ashdod, richtig, das weiß ich, das mache ich aber alles. Mirko in Uga, das wollte ich in einem nächsten Stream machen. Du hast recht, weil das ist ja schon alles auf dem Weg dahin. Ja, okay. Nur. Also nochmal herzlichen Dank an euch alle. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bye bye. Was ich noch für Quests habe. Ach, Kersov. Hast du gelurkt? Ja, was ich noch für Quests hätte. Beim nächsten Stream. Ja, okay. Habt Geduld, aber danke fürs Gucken. Macht's gut. Tschüssi.